So, und weiter geht es dann jetzt mit Mods. So, dieser Mod verändert halt die Alchemie und das Kochen. Wer sich dafür interessiert, für die Alchemie und Kochkunst, ja, ihr geht in Files, ladet euch das runter. Das ladet ihr euch nur runter. Wenn ihr das runtergeladen habt, Nexus Mod Manager installieren, fertig. Und hier Dragonborn, Headfeuer, Downguard ist erforderlich. Und dieser Fix hier, der kommt noch, der ist auch erforderlich. Damit das hier gut funktioniert. So. Das war dann der erste Mod, der sich um Alchemie und das Kochen halt sich kümmert. Dann geht's auch gleich weiter. So, der nächste Mod wäre dieser Fix halt. Ihr ladet euch das runter. Und wenn ihr die Installation gestartet habt, kommt dieses Fenster, da lassen wir alles so, wie es ist und gehen nur einfach auf Finish. Yes. Yes. Dual. Fertig. Da ist der schon mal installiert, dann haben wir den nämlich schon mal. Dann geht's auch gleich weiter. So, weiter geht's dann, wie gesagt, mit den Alchemie und Kochkunst, was wir gerade geladen haben. Jetzt laden wir uns das runter. Dann haben wir das auch auf Deutsch. Ihr geht hier hin, ladet das runter. Ja, dann geht ihr hier nochmal hin, geht hier hin, installieren. Yes, dual natürlich, damit wir es auch Deutsch haben. So, das war's. Dann haben wir das, den Mod auch installiert. Dann geht es gleich weiter. Und dann geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Mod, der halt die neue Schmetterlinge mit rein macht. Das brauchen wir ja für das Kochen und so weiter. Ihr ladet euch das runter. Installieren gibt es nichts zu beachten. Dann ladet ihr das noch runter. Installieren und yes, dual. Das war's. Dann geht es auch gleich weiter. So, der nächste Mod verbessert halt die Fliegen, die so über Wasser fliegen, ne? Dass sie halt auch etwas schöner aussehen. Ihr geht in Files, ladet euch das runter. Ja. Installieren gibt's nichts zu beachten. Dann geht's auch gleich weiter. So, der nächste Mod wäre Liste KD Fod, und zwar Food. Ne, der das Essen halt schöner macht, die Brote schöner macht, die Äpfel. Ja, das ist das, was der Mod macht. Ihr geht in Files, ladet euch das runter, installieren. Dann kommt die Meldung, überschreiben, sagt ihr yes, dual. Das war's. Dann geht es auch gleich weiter. No, dann geht es weiter mit dem nächsten Mod, der halt die Suppen und so weiter schöner aussehen lässt. Ne, wenn wegen das Kochen und so weiter verbessert, ne? Damit das auch besser aussieht, ihr geht runter, ladet euch dieses File herunter, installieren, gibt nichts zu beachten. Wie gesagt, hier ist auch natürlich die Erweiterung. Ne? Die müsst ihr haben, Herdfeuer und Dragonborn, die müsst ihr haben, sonst funktioniert es nicht. Okay, dann geht's gleich weiter. So, bei dem nächsten Mod. Der macht halt hier so ein bisschen die Flaschen, die Käfige und so weiter ein bisschen besser. Ihr ladet euch das hier runter. Wenn ihr das runtergeladen habt, geht dann auf Installieren. Hier würde ich mal sagen, bei Skyrim Directed Cut sagen wir No. Hier bei Static Mesh Mod Yes, 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 das war's. Dann ist er installiert. Okay, dann geht es auch gleich weiter. So, der nächste Mod wäre Rustical Poison. Und zwar macht er die Flaschen schöner. Ja, dass die Flaschen halt alle, so die Zauberflaschen, Heiltrinken und so weiter, alles besser aussieht. Ihr geht in Files, ladet das hier runter. Installieren, gibt nichts zu beachten. Dann geht es auch gleich weiter. So, der nächste Mod macht halt sämtliche Schmetterlinge und so weiter
neue Schmetterlinge alle schöner. Und wenn ihr das runterladet und den startet, kommt dieses Fenster. Bei dieser erste Meldung, die dann kommt, sagen wir No. Können wir hier auch No nicht überschreiben. Das war's. Ja, weil die haben wir ja schon. Die brauchen wir ja nicht überschreiben. Die sehen ja schon besser aus. Also, ne, auf No klicken oder No All. Also nichts überschreiben. Das war's. Dann geht es auch gleich weiter. So, der nächste Mod. Wie gesagt, wir hatten ja die neuen Schmetterlinge. Damit wir das auch mit Deutsch haben, geht er hier in Files. Ladet euch das hier runter. Installieren. Yes, du All. Das war's. Mehr ist nicht zu beachten. So, der nächste Mod hat halt mit den Fischen zu tun. Hier drauf gehen, installieren, yes, dual, das war's. So, der nächste Mod macht halt die Motten, die rumfliegen nachts, halt besser, dass sie schöner aussehen. Wir gehen hier in Files. Ihr ladet euch das runter. So, wenn ihr das jetzt runtergeladen habt und gestartet habt, kommt dieses Fenster. Ne? Da können wir hier halt auf Standard lassen, gehen nur auf Finish. Hier sagen wir mal No. Oder wartet mal, das gefällt mir nicht. Okay, wir löschen das nochmal. So, wir installieren das. Yes, do all machen und dann ist gut. Ja, im Fenster so lassen. Dann yes, do all. Okay, das war's. Dann kommt gleich der nächste. So, der nächste Mod behebt halt hier paar Sachen, so war es vorher, so ist es dann danach, der halt die Flügel ein bisschen schmäler macht, der das alles nochmal verfeinert. Files, lad das runter, installieren, yes, dual. So, wie gesagt, bei dem Mod kommt ja noch, habe ich vergessen, kommt ja noch dieses Fenster könnt ihr hier alle überall Haken reinmachen. Next. Dann hier den Haken reinmachen. Da einen Haken reinmachen. Ja, machen wir hier auch rein. Und Finish. Und wie gesagt, yes, du all. Das war's. Damit haben wir das erledigt. Dann geht es auch gleich weiter. So, der nächste Mod macht so die Sachen halt etwas schöner. Ja. Das ist, was der Mod so macht. Ihr ladet euch das runter. Und installieren. Fertig, gibt es nichts zu beachten. So, der nächste Mod macht eben halt das Vor in Downguard, halt die Burg oder Schloss, wie man es nennt, schöner. Ihr ladet euch das runter, installieren, gibt es nichts zu beachten. So, ihr merkt ja, dass langsam auch die kleinen Details kommen. Dann wird auch bald mit Mods fertig sein. Weil jetzt kommen ja jetzt noch nur die feinen Arbeiten, noch die Kleinigkeiten, die noch verschönert werden müssen. So, dieser hier macht halt so ein bisschen die Ketten noch ein bisschen anders, dass sie noch originaler halt aussehen. Ne? Seht ihr ja schon, ne? Hier werden die Ketten halt besser gemacht. Ihr geht in Files, ladet das runter, installieren, gibt es nichts zu beachten. So, der nächste Mod macht so die kleinen Pflänzchen halt schöner und so weiter. Wir gehen hier in Files, lad das runter, installieren, gibt's nichts zu beachten. Dann geht's auch gleich weiter. So, der nächste Mod macht auch so die Blümchen und die Blätter an Bäumen oder die Nadeln von den kleinen Tannen. Ja, seht ihr ja, macht die Bäume halt viel schöner, ne?
Die Bären sehen, die Schneebären sehen jetzt aus wie Schneebären, sonst sind sie immer vorher halt rot. Ne? Die Blaubeeren und so weiter sind auch schöner geworden. Ihr geht in den Pfalz, ladet euch das runter. Installieren und yes, doal, das war's. Dann jetzt gleich weiter. So, der nächste Mod macht jetzt nochmal die Wegschilder nochmal besser und deutlicher lesbar. Ne, so original. Ja, so hier jetzt mit Mod. Ihr ladet euch das hier runter. Installieren und yes, doal. Also alles überschreiben. Das war's. So, der nächste Mod wäre Klon-On, oder wie man es jetzt nennt, der lässt jetzt unsere Erze leuchten, damit wir sie in der Welt besser finden. Weil manche kann man kaum erkennen, aber jetzt leuchten sie. Kann man auch nachts halt besser erkennen, dass das Erze sind. Installieren gibt's nichts zu beachten. So, der nächste Mod macht halt das, dass die Händler mehr Geld haben, also mehr Gold, weil das kennt ihr ja, dann hat der Händler urplötzlich kein Gold mehr, ihr könnt nichts mehr verkaufen und jetzt haben die Händler 10.000 Gold. Ja, jeden Tag. Ja, dann können wir hier mehr am einen Händler verkaufen, als wieder die Hälfte mitzunehmen, weil der Händler kein Geld mehr hat. Also, ne? Ihr ladet das runter, installieren, gibt's nichts zu beachten. So, der nächste Mod. Da könnt ihr euch halt so Geisterpferde halt beschwören, die dann natürlich, ja, die sind glaube ich unsterblich. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das noch nicht überprüft, ob das jetzt hier der Weg ist, wo man das findet. Ja, damit man sie beschwören kann. Müsste man halt austesten. Also ich habe das noch nicht gemacht. So, ihr geht in Files, ladet das runter, installieren, gibt nichts zu beachten. So, der nächste Mod wäre nochmal mit den Pferden, nur damit das dann auch in Deutsch ist. Ladet das runter, installieren, yes, doal, das war's. Dann geht's auch gleich weiter. So, der nächste Mod macht halt die halt bestimmte Tiere stärker, damit die halt auch etwas kräftiger sind. Ihr ladet das runter, installieren, gibt nichts zu beachten. Ja, dann würde ich sagen, dann reicht das auch erst einmal. Dann sind erstmal wieder genug Mods vorhanden. Und wünsche euch damit sehr viel Spaß. Also wie gesagt, ich überprüfe das noch. Sollten Fehler auftauchen, kommt die Lösung in die nächste Mod-Vorstellung. Bis dahin sage ich erstmal wieder Bye-bye und Tschüss.